Willkommen von E-Fahrzeugen-4-Zimmer, das Lenovo Tab S8 haben, beziehungsweise 50 8 Zoll Full-HD-Bildschirm haben wir, den Baytrail T-Prozessor mit 64-Bit Quad-Core, 2 GB RAM, 16 GB internen Speicher und wie ihr sehen könnt, ein wirklich sehr schickes Tablet, vor allem schick, trotzdem dünn und schnell. Wir haben Android 4.4 drin und natürlich noch WLAN, beziehungsweise Bluetooth, GPS und alles, was man braucht. Ihr könnt hier schon sehen, Micro-USB, auch natürlich mit dabei, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler, eine Kamera mit 8 Megapixeln, Autofokus und eine 1,6 Megapixel Frontkamera haben wir gleich auch noch. Lenovo-Logo, leicht gummiertes Design, gibt es in schrillem Gelb zum Beispiel auch noch oder in Schwarz, Schlicht und auch anderen Farben. Dann haben wir einen Kopfhöreranschluss oben und auf der anderen Seite natürlich auch noch hinter so einem kleinen Ding hier einen SIM-Karten-Slot und einen Micro-SD-Karten-Slot. Ansonsten natürlich hier sonst nichts. Ich kann jetzt mal kurz hier die Kamera starten. Telefonieren können wir damit sogar auch, wie ihr gerade gesehen habt, denn wir haben natürlich eine SIM-Karte drin. Die erste Kamera, die vorne ist, natürlich hier sehr schön, wie ihr sehen könnt. Ansonsten schauen wir uns mal die Kamera hinten an mit 8 Megapixeln. Die erste Kamera hat 1,6 Megapixel übrigens, falls ich es nicht erwähnt hatte. Auch hier schön schnell. Das Security-Kabel ist nur ein bisschen kurz, deswegen ist es ein bisschen schwer für mich, hier was zu bewegen. Aber wie ihr sehen könnt, ein schöner Lenovo-Stand auf der IFA 2014. Und das war es auch schon mit dem ersten Hands-on. Ein voller Test natürlich für euch bald dann von uns auch noch per Video und per Text. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt und bis zum nächsten Mal.